Ja, wir haben einen Blick zu werfen auf den Koalitionsvertrag. Ich denke, da muss man jetzt erst mal abwarten, ob es auch wirklich zustande kommt alles. Aber wir sind guter Hoffnung, dass endlich eine Regierung in Deutschland wieder an die Arbeit geht. Natürlich sind wir nicht mit allem glücklich. Die Flüchtlingsfrage ist meiner Ansicht nach ein wenig zu sehr isoliert worden. Auf die Frage des Familiennachzuges und die Lösung, die dort angeboten wird, ist nicht die, die wir begrüßen können. Aber es geht ja um eine umfassende Thematik, um Entwicklungspolitik. All das ist vielleicht noch ein wenig ausbaufähig, möchte ich einmal vorsichtig formulieren. Wir haben deswegen auch gesagt, es ist gut, wenn der Bischof, der Zuständige, Bischof Dr. Heese, heute einmal, das ist schon erfolgt, nach Manching fährt, hier in der Nähe in Ingolstadt, dass die Einrichtung, die ja für die Abschiebung dann vorgesehen ist. Und er wird uns sicher darüber berichten. Ich habe mit ihm noch nicht darüber sprechen können. Und er wird uns über die Situation dort erzählen können. Und wir können vielleicht am Donnerstag dann darüber noch etwas sagen. Also wir sind weiterhin auch gerade hier im Blick auf den Ort an den Themen dran. Und zum Schluss, ja, das Thema Kirche und Geld. Natürlich ist es in den letzten Wochen heftig diskutiert worden, wird weiter diskutiert werden. Es sind unterschiedliche Fälle, Hamburg, Eichstätt, aber eben auch schon seit Jahren ein Thema. Und wir sind auch seit Jahren schon in der Thematik drin. Ich kann mich erinnern, wir haben in Münster 2014, als ich zum Vorsitzenden gewählt wurde, schon eine Vereinbarung getroffen, die Entwicklung der Finanzen vergleichbar in eine Transparenzoffensive hineinzuentwickeln. Das ist nicht ganz so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich werde sehr deutlich heute oder morgen, wenn wir in die Diskussion hineingehen, noch einmal die Bischöfe ermutigen, dass wir uns dieses Themas jetzt noch mal genauer annehmen müssen. Wir müssen schneller werden. Wir müssen mehr Vergleichbarkeit herstellen. Wir brauchen Kriterien, die deutlich machen, dass wir uns auf dem Weg zur Angleichung an die internationalen Standards begeben und dass wir dieses Ziel auch erreichen können. Ich muss allerdings auch sagen, die katholische Kirche in Deutschland ist kein Konzern und ich bin nicht der Vorstandsvorsitzende dieses Konzerns. Also ich kann keine Anweisungen geben. Wir brauchen einen gemeinsamen Weg, der von allen mitgetragen wird. Und jedes Bistum ist eigentlich autonom verantwortlich für die Finanzen, das ist klar. Aber es gibt auch eine gemeinsame Verpflichtung, weil natürlich zu Recht auch gerade die Medien zu Recht sagen, wir sehen die katholische Kirche als eine Einheit, als etwas, was insgesamt in der Öffentlichkeit da ist. Ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass wir hier vorankommen. Das sind die Themen Transparenz, das ist das Thema Kontrolle, Aufsicht und das Thema auch der Solidarität. Wir haben ja einen Finanzausgleich zwischen Ost und West. Aber das Thema Solidarität wird wahrscheinlich noch intensiver diskutiert werden müssen unter den gegebenen Umständen. Aber das kann man nicht en passant, da wird man eine gute Vorbereitung brauchen. Ich werde der Bischofskonferenz einen Vorschlag machen, wie wir das in den nächsten Monaten angehen können und was wir unternehmen können, damit die Erwartungen der Öffentlichkeit, der innerkirchlichen und der außerkirchlichen Öffentlichkeit, dass die Kirche mit ihrem Geld sorgsam umgeht, nicht mit ihrem Geld, Kirchengeld, sondern Geld der Gläubigen auch natürlich vor allen Dingen und dem Vermögen, was über Jahrhunderte auch für den Zweck des kirchlichen Lebens da gesammelt wurde, gestiftet wurde, dass wir mit diesem Geld sorgsam umgehen. Und dafür müssen wir uns neu auf den Weg machen, intensiver noch, größere Anstrengungen machen. Das ist meine Überzeugung und dafür werde ich versuchen, auch alle Bischöfe zu gewinnen.